Regio TV war bei mir zu Gast und wie das ablief, jetzt in diesem Video. Hi Korns und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und jawohl, wie ich schon erwähnt habe, Regio TV war bei mir zu Gast. Im Rahmen des Regio TV Drehs waren wir live auf meinem Twitch-Kanal. Ich habe morgens um 11 einen Speedrun gestartet und einige meiner Follower wussten bereits Bescheid und waren dann für mich da. Nochmal vielen, vielen Dank an der Stelle und ein Kornküsschen an euch, dass ihr da wart. Und für den Fall, dass ihr auch mal bei so einem Event dabei sein wollt, dann hinterlasst mir doch ein Follow auf Twitch. Das wäre richtig, richtig schön. Und dann verpasst ihr auch solche Highlights nicht. Und falls ihr natürlich auch auf diesem Kanal nichts verpassen wollt, dann auch sehr, sehr gerne ein Abo. Ich würde mich wahnsinnig drüber freuen und es würde mich auch sehr unterstützen. Aber jetzt zurück. Wie läuft das ab, wenn ein Kamerateam auf einmal zu dir nach Hause kommt? Also zunächst mal ist es noch so, dass wir die Kulisse erstmal ein bisschen einbauen, dass das Licht passt. Dann gibt es Ton, hier so Mikrofon. Und ja, wir haben das einfach kurz aufgebaut, wie eigentlich überall. Dann wurde die Kamera eingestellt und wir haben uns kurz abgesprochen, wie alles abläuft. Und dann bin ich eigentlich auch schon live gegangen. Das ging eigentlich ratzefatze. Und der Dreh insgesamt ging, glaube ich, so roundabout 2, 2,5 Stunden. Ich war von diesen 2,5 Stunden etwa eine halbe Stunde live auf Twitch. Und danach haben wir noch ein ja, fast 30-minütiges Interview geführt. Und dann eben auch noch so Schnittbilder gedreht. Schnittbilder sind auch immer ganz wichtig, die man einfach dazwischen legt, wenn man drüber spricht. Das habe ich auch in meinen YouTube-Videos. Das ist einfach ein Gestaltungsmittel. Und da haben wir dann alles in allem auch sehr, sehr viel Material abgefilmt. In meinem Gamingzimmer als auch hier unten, ein bisschen um das Horror-Feeling rüberzubringen. Ansonsten läuft das eigentlich auch nicht groß anders ab, wie wenn ich jetzt ein YouTube-Video drehe. Ich meine, natürlich ist es ein bisschen anders, wenn ein Kamerateam auf einmal zu dir nach Hause kommt und eine Person ist für Social Media zuständig, eine Redakteurin ist dabei und ein Kameramann. Klar, das ist natürlich für mich sehr aufregend auch gewesen. Auch wenn man es mir vielleicht nicht angemerkt hat, aber in mir drin sah es dann doch ein bisschen anders aus. Diese souveräne Melli hat innerlich schon ein bisschen, ja, ich habe schon, war schon aufgeregt, gebe ich zu. Ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass ich diese Chance bekommen habe. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Regio TV Schwaben. Es war ein super Team, es hat richtig schön charakterlich zwischen uns allen harmoniert. Es war ein sehr, sehr schöner Vormittag und ja, wie gesagt, immer wieder gerne. Das Interview haben wir dann hier unten gedreht, wo ich normalerweise auch meine YouTube-Videos drehe. Und ja, wir haben eigentlich über sehr, sehr viele Themen gesprochen. Wie gesagt, in einer halben Stunde haben wir sehr, sehr viele schöne Themen angesprochen. Der fertige Beitrag auf Regio TV, der ging am Ende so circa 3 Minuten 20. Und dann dieses viele Material auf diese kurze Zeit herunterzubrechen, das war sicherlich auch eine Menge Arbeit. Man nimmt natürlich bei so einem Dreh immer viel, viel mehr auf und ja, dass man halt Material hat, weil das ist beim Schnitt immer ganz arg wichtig, dass man eher mehr Material hat wie zu wenig. Zu wenig ist immer schlecht. Man braucht immer irgendwie Füllmaterial. Und deswegen gibt es dann immer das Motto Kill Your Darlings und das bedeutet, dass man eben Einstellungen oder auch, sag ich mal, Interviewfragen, die zwar so an sich mega cool waren, halt einfach nicht verwenden kann, weil es im Gesamtbeitrag nicht mehr in den Kontext passt. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefällt, dass ich euch mal einen Einblick gebe, wie sowas eigentlich abläuft. So, das war der Dreh mit Regio TV Schwaben und natürlich kann ich sie nicht gehen lassen ohne einen Kornschlüsselanhänger. Deswegen kriegt jeder von euch einen Kornschlüsselanhänger, dass ihr mich nicht vergesst. Vielen, vielen Dank für alles und jetzt an euch alle ein Kornküsschen und don't forget, be unique.